Hi liebe Leute, ich bin's wieder, Marc von Ride First, und heute gibt's wieder ein E-Bike-Thema-Video, und zwar darum, hasst dich dein E-Bike. Ich hoffe, das ist nicht so. Es geht natürlich um typische E-Bike-Fehler, die man so macht, wenn man sich vielleicht einfach noch nicht so in der Materie auskennt und die ich als Fahrtechniktrainer und Mountainbike-Guide in den Jahren auch häufig gesehen habe, also auch aus der Praxis. Und ich hoffe, das hilft euch, dass euer Bike euch noch mehr lieb hat, ihr noch materialschonender unterwegs seid. Und fangen wir doch mal mit dem ersten Punkt an. Und zwar ist mir aufgefallen, viele, die dann aufs E-Mountainbike gewechselt haben oder damit angefangen haben, haben natürlich jetzt den Motor, die Unterstützung. Da gibt es dann mehrere Level, mehrere Modi, wo man hier mehr Unterstützung machen kann oder weniger. Meistens so von Eco bis Turbo. Verschiedene Begriffe, je nach Motorhersteller. Und ihr habt die Schaltung. Und mir ist aufgefallen, viele schalten dann kaum noch. Also viele sind eh schaltfaul, aber mit E-Bike wird es noch schlimmer. Das heißt, anstatt die Schaltung zu benutzen, wird dann nur noch die Motorunterstützung gewechselt. Und man ist hinten meistens ist auch ein recht dicker Gang, wo dann mit einer niedrigen Trittfrequenz ein schwerer Gang getreten wird, und dann wird nur der Motor angepasst. Und das ist natürlich gar nicht gut für die Schaltung, wenn man immer nur auf einem Ritzel fährt. Also man sollte den Verschleiß eigentlich verteilen, dass man halt alle Gänge nutzt. Und es ist auch für die Akku-Reichweite nicht optimal. Und euer Bike wird euch danken, wenn ihr mehr schaltet, und ihr könnt dann länger fahren, habt noch mehr von eurer Akku-Reichweite. Also der wichtige Tipp: schaltet viel und lasst nicht nur den Motor die Unterstützung anpassen. Beides zu kombinieren ist am besten. Ein Punkt, warum dich dein E-Bike vielleicht hassen wird, und zwar geht es um das Schalten. Ja, ihr wisst, hinten haben wir eine Kettenschaltung in der Regel, und da ist es so, durch das Schaltwerk wechselt die Kette immer das Kettenblatt, und ich habe schon ganz oft beobachtet, dass Leute laut schalten. Ich habe ein eigenes Video dazu gemacht, wie könnt ihr leise schalten lernen, das verlinke ich mal hier drunter, aber das ist für euch ganz wichtig. Gerade wenn man jetzt ein E-Bike hat, ist es ja so, dass der Motor noch Unterstützung dazu gibt, und eigentlich sollte man vor den Gangwechseln so ein bisschen die Kurbeln beim Pedalieren entlasten, damit man leise schalten kann, damit die Kette geschmeidig das Kettenblatt wechseln kann. Aber wenn man dabei noch viel belastet, dann ist es sehr laut, klong, klong, und es ist Material, verschleißstärkend und nicht gut fürs Material. Ich habe auch schon sogar Leute gesehen, die haben so fest reingetreten beim Schalten, dass sie sogar direkt einen Defekt hatten. Also man muss Material schon schalten, und gerade beim E-Bike ist es halt sehr wichtig, weil der Motor ja dazu schaltet. Und das würde ich vielen sogar sagen, übt es doch mal bewusst, dass ihr beim Pedalieren ein bisschen Kraft rausnehmt und dann schaltet und nicht in dem Moment, wo ihr gerade voll reintretet, schaltet. Das macht ein Schaltwerk eine Zeit lang mit, aber es erhöht den Verschleiß und erhöht die Gefahr von Defekten. Ein weiterer Grund, warum dich dein E-Bike vielleicht ein bisschen hassen könnte, ist, wenn du dich gar nicht darum scherst, was jetzt mit der Lagerung ist. Also zum Beispiel ist es so, wenn du im Sommerurlaub bist, sollst du jetzt nicht, wenn du Tage hast, wo du nicht bikest, irgendwie da im Garten stehen hast, dass es tagelang in der knalligen 36 Grad Sonne steht. Sollte man halt nicht dauerhaft machen. Wenn ihr mal irgendwo im Restaurant dann sitzt und es steht mal in der Sonne oder ihr fahrt halt, ist halt normal, aber nicht zu lange. Und das Gleiche gilt halt auch im Winter. Ich bin auch Ganzjahresfahrer, und natürlich, wenn man mal durch den Frost fährt oder wenn es mal eine Nacht irgendwie gelagert ist, wo es halt kalt ist, geht die Welt nicht unter. Aber wenn ihr euer Rad lange im Winter irgendwo lagert, sollte es halt ein Raum sein mit über 10 Grad und nicht vielleicht das Gartenhaus, wo es dann Minusgrade hat. Das würde euer E-Bike auch nicht mögen. Man ist einfach froh, wenn das Bike funktioniert. Wie fandet ihr jetzt die Aspekte? Schreibt mir in die Kommentare. Ist das übertrieben oder sind das Dinge, die ihr auch schon beobachtet habt oder selber vielleicht gemacht habt? Und wenn es euch gefällt, das Video, lasst gerne ein Abo da und gebt ein Like. Ein bisschen den Algorithmus füttern. Danke euch. Ein kleiner Punkt, warum einen das E-Bike dann doch mal hasst vielleicht. Viele fahren ja mit einem E-Mountainbike, und das hat in der Regel auch keinen Ständer, weil der im Gelände immer so rumschlackert oder so. Und da ist es so, dass ich schon häufiger mal gesehen habe, dass Leute noch nicht genau wissen, wie sie ihr Rad abstellen sollen, und dann stellen es irgendwie an eine Mauer oder irgendwo hin und mit dem Pedal irgendwie, und dann fällt es doch um und hat übelste Kratzer und so weiter. Alles schon häufiger live miterlebt. Deswegen ganz wichtiger kleiner Lifehack, wenn ihr dann eure Pause macht,
bei der E-Bike-Tour und ihr habt nichts zum Abstellen oder seid euch nicht sicher, wie ihr es hinstellt und dass es dann vielleicht doch umkippt bei einem Windstoß oder nicht stabil steht. Der sicherste Tipp ist immer, nicht Schaltwerkseite, Pedal hoch. Und wenn ihr es dann hinlegt, dann habt ihr es auf dem Lenkerende und auf dem Pedal. Und dann kann eigentlich auch nichts passieren, dass es vielleicht dann umfällt und doch einen Kratzer bekommt. Ein wichtiger Aspekt, der natürlich im Grunde für alle Bikes gilt, ist diese Sache mit Pflege und Wartung, Verschleiß. Wenn ihr euer E-Bike länger irgendwo hinstellt, vielleicht ein paar Tage oder so, solltet ihr hinten in einen ganz kleinen Gang, also einen schweren Gang einschalten, damit das Schaltwerk entspannter ist. Wenn ihr das auf dem großen Kettenblatt lasst, dann ist es halt so voll krass gespannt. Und wenn es dann so Ewigkeiten so steht, ist halt auch nicht so gut. Ein Schaltwerk muss am E-Bike in der Regel auch eh immer ein bisschen mehr leiden, weil die meisten Leute nicht ganz so geschmeidig schalten und unter Last halt. Ja, deswegen gebt eurem Schaltwerk ein bisschen Liebe und stellt es halt dann, wenn es länger abstellt, schaltet in diesen Gang. Und checkt ab und zu mal den Kettenverschleiß, weil das bei einem E-Bike schneller geht. Entweder macht das der Händler oder ihr holt euch eine Kettenlehre. Genau, und damit ihr da auch mal guckt, ist das noch safe, dass ihr nicht irgendwann mal durchtretet oder die Kette reißt, weil die schon komplett runter verschlissen ist. Bremsbeläge bitte checken. Wenn ihr das nicht selber macht, wie gesagt, jemand, den ihr kennt oder der Händler. Und was ich immer so mache, wenn ihr Schlammfahrten hattet und so weiter und so fort oder auch total staubig, ich kümmere mich immer, dass ich nach der Fahrt die Teile an der Federung hier, dass ich hier mal kurz pflege, dass ich mich hier ein bisschen kümmere. Wenn hier irgendwo Dreck am Rahmen klebt, das ist egal, aber die Verschleißteile, die beweglichen Teile, da gucke ich schon immer, dass ich das nach der Fahrt direkt pflege und dann kennt ihr den Rest natürlich, Kettenöl und so weiter und so fort. Und ein kleiner Lifehack, den manche immer noch sehr gut finden, den man auch machen kann, wenn man eine Federung hat, dass man auch mal eine Nacht oder so das Rad auf den Kopf stellt und dann wird die Dichtung hier besser geölt. Ja, das kann man auch nochmal machen. Und das sind meine Tipps. Ja, welche Tipps habe ich vergessen? Was sind typische Fehler, die Leute machen mit dem E-Bike? Schreibt mal in die Kommentare. Was fandet ihr jetzt ein bisschen übertrieben? Welche Tipps fandet ihr nicht sinnvoll? Bin ich mal ganz gespannt, können wir ein bisschen drüber schreiben. Ab in die Kommentare. Und sonst lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt, ein Like. Und es kommen noch viele Themen mit Tipps, Kniffen oder auch deine Meinung von mir. Bis dann, ciao. Marc, Brodesser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It's day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.